Ja, hallo meine lieben Freunde, ich bin es, euer Weedy Love. Heute mit einer neuen Folge Guns of Boom. Es gibt ein neues Event, ein Showdown. Das heißt alle gegen alle. Wer am meisten getötet hat am Schluss, hat gewonnen. Und es gibt eine neue Waffe zu gewinnen. Die Bastion. Und ich habe die mir jetzt mal als Gratisprobe angelegt. Mal schauen, ob das funktioniert. Also ich erkläre mal kurz, hier hat es einen G-Launcher, das heißt es hat einen Granatenwerfer, der ab und zu mal abgefeuert werden kann, also nach Ablauf der Zeit. Kann er immer wieder, also unbegrenzt, aber es hat eine Grenze in der Zeit, also man kann nicht rund um die Uhr schießen, bitte. Dann nach dem Abdrücken werden mehrere Kugeln abgefeuert, so ähnlich wie ich glaube die Anaconda oder so. Es hat fast keine Waffe, die so ist. Und sie ist auf Distanz, ist besser. Ich habe ich mal jetzt ausgewählt. Und ja, ganz kurz. Hier seht ihr die Waffe. Und ja, ich muss mich noch kurz einkleiden. Vielleicht habe ich das etwas falsch. Ich weiß nicht, ob ich den Kammerjäger, der Jäger demnach. Ich lasse mal den und den da. Naja, da die Granaten oder dann. Komm. Wenn alle in der Mitte stehen, voll drauf. Die Steamgun bringt mir nur was. Ja. Na, ich nehme das. Auf, Kostüm. Lassen wir mal dies. Schauen wir mal, wie gesagt, die Prüfungen. Man kann halt natürlich wieder, also man muss einen Vertrag abschließen. Man muss, glaube ich, sogar einen Vertrag abschließen. Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau, das finden wir dann. Und es ist über 2 Wochen, das heißt erste Etappe, zweite Etappe. Gewinnen ist eben diese Bastion. Wie ihr das sehen könnt, habe ich schon mal gedreht. Und die Dolores kommt in der zweiten Woche. Die Dolores ist eigentlich eine altbekannte, sie ist ziemlich gut. Nur ich habe sie noch nicht gehabt. Mal schauen, ob ich sie in diesen 2 Wochen kriege. Mal schauen, wie viel ich spielen kann. Denn ich ist jetzt das erste, ist das die erste Aufnahme live, wie immer. Also ich bin ja immer so. Ich kenne ja da nichts. Ich habe es nicht mal bemerkt, dass es wieder ein neues Event gibt. Somit ist das jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich dies spiele. Und ja, mal schauen, fühle mich noch nicht gerade so wohl. Mal gucken. Ob ich da eine Chance habe oder nicht. Es gibt irgendwie 2 verschiedene Maps. Diese Chinesen-Ding, was letztes Mal schon, eben Asien-Fusion, genau, und noch irgendwie auch Mexiko. Und in der zweiten Woche kommt noch eine neue hinzu. Also schauen wir mal, da, was wir da ausrichten können heute. Da bin ich langsam mit der. Oh, da oben ist schon einer. Oh, hier jemand mit Sonnenblut. Penner. Hey. Okay, ich muss mich da eingrooven. Oh. Sonnenglut hört man. Ach, mein Telefon. Wow! Was war denn das? Oh ja, diese Waffe ist ziemlich beschissen. Also ich merke es schon wieder. Ah nein, man ist gar nicht so schlecht. Man muss sie nur richtig benutzen. Oh. Ah, fast hätte ich ihn gehabt. Aber nur fast.
Mit der bin ich sogar schneller als mit der anderen. Ah, na, die zweite habe ich nicht mehr geschafft. Aber egal. Ach fuck, hab nur auf mich gewartet. Ja. Das ist wieder mal typisch, ey. Oh oh. Oh oh. Ah, zu spät. Zu spät. Gut. Ah, schon wieder der von da oben. Ach, Mann, oh. Ja, jetzt komme ich, ja. Nein! So knapp, so knapp. Oh, so knapp. Ach, scheiße, ich hab den nicht mehr gesehen da. Ach, schade, schade. Gut, hab ihn erwischt. Scheiße. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Bam. Ha, wer hat wieder am meisten gekillt? Das sind meine Events. Das sind meine Events. Ich habe gar nichts freigeschalten, der Brocken. Aber gewonnen habe ich. Das ist schon mal etwas. Aber die Waffe ist wirklich nicht schlecht. Aber was will man tun? Na. Das ist halt eben die Sache, man muss halt schon die richtigen Gewehre haben. Oh, ich habe jetzt vergessen zu schauen, welche Ränge die waren. Aber ich könnte natürlich auch nochmal... Das Gute ist, ich kann zweimal auswählen von dem her. Ich könnte sogar nochmal eine Gratisprobe machen. Aber ich glaube nicht, dass ich die zweite Runde nochmal gewinnen werde. Oh nein, ist kein Video verfügbar. Oh, in dem Fall hat das einen Schaden gerade zur Zeit. Okay. Aber ich dachte schon, es wäre ein bisschen speziell, wenn ich zwei aufs Mal... Okay, die könnte ich jetzt. Sonnenglut kann ich testen. Na gut, dann testen wir halt die zwei. Mach ich doch für euch, meine Lieben. Ich hoffe, ich habe noch so viel Speicherplatz. Nicht, dass das Video auf einmal aufhört. Aber die Sonnenglut ist jetzt nicht so stark. Aber ja. Ich finde, ich habe eine gute Ausgangslage. Schauen wir mal rein. Zweiter Lauf. Klar, ich habe jetzt den ersten gewonnen, aber ich denke nicht, dass der zweite nochmal so gut endet. Wie ihr sehen könnt, ist der erste Kampf. Erste. Nicht wie andere, die 1167 Punkte schon ja. Pokale haben. Naja. Egal. Schauen wir. Zweite Runde.
In der ersten habe ich mich nicht so gut geschlagen am Anfang. Hatte wirklich Glück. Glück, sagt man gern. Hatte wirklich Glück. Ich habe jetzt die Kamera wieder mal angelassen. Ich habe gedacht, komm, jetzt könnt ihr das sehen. Könnt ihr mein Gesicht sehen? Pum, 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 pum. Warte nur, bis ich dich erwische, du kleiner Stinker. Man muss automatisch zielen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber scheiße, da oben. Der hat auch so einen Glut gehabt, aber mein Scheiß, wie sagt man denn? Gut, dann habe ich ja. Kommt der zweite hinterher, Dreckspenner. Naja, die haben wir am liebsten. Da komme ich auch dazu. Gut, habe ich auch genommen. Ich auch. Er geht ja gut heute. Habt ihr schon gesehen. Ja. Yeah. Oh. Ja, aber ich habe ihn erwischt, ich habe ihn erwischt. Das ist immer das Wichtigste, dass man ihn erwischt. Aber da sind sehr viele mit dieser Scheißwaffe unterwegs. Da oben ist wieder was los. Wow, fast hat er mich erwischt. Momentan bin ich noch in Führung, Leute. Sieht nicht mal so schlecht aus. Ich bin nicht mal so schlecht momentan. Zurzeit. Fuck. Er hat mich. Ich hab's gewusst, dass er mich hat. Egal. Nächster Fight. Ich muss mich ein bisschen besser umschauen diesmal. Ja, wieso kommt ihr gleich zu zweit auf mich? Das ist ja nicht fair. Penre. Egal, ich habe zwei umgenietet. Das ist schon mal gut für mich. Scheiß drauf. Ihr wisst ja, wie ich ticke. Carambo, carajo.
Meine Energie wieder. Ach schade, gegen zwei ist wirklich schwer anzukämpfen, aber egal. Ich habe es wieder mal gemeistert. Ja, aber da du. Nein, da habe ich nicht mehr erwischt. Aber wer hat gesiegt? Jo. Profil. Level 30, okay, ist wenigstens fair aufgeteilt. Finde ich wenigstens fair aufgeteilt. Bis jetzt. Level 29, okay. Aber dann ist cool. Ja, okay, eine Level 32, aber keine Chance gehabt. Nächster. Level 28. Nein. Zweitletzter. 29. Und der letzte Level 30. Naja, das gibt's halt, aber die haben viele Pokale-Jacke-Ding. Sie haben nur falsch gespielt. Und wir können nicht so gut spielen. Zweiter Sieg. Einmal ein gutes Video, ey. Ich bin so glücklich. Ich habe wirklich nicht dran geglaubt, dass ich zweimal nacheinander gewinnen kann. Puh. Bah, ich war am Zittern, seht ihr das? Weil es ist wirklich schwierig aufzunehmen und zugleich gut zu spielen. Es ist wirklich nicht so einfach. Doch heute hat es geklappt. Und ich möchte jetzt nicht mit einem schlechten Ende beenden. Deswegen bitte like mein Video, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video verpassen wollt.